Es geht eigentlich darum, den Spielern das Handwerkszeug mitgeben. Das ist die Aufgabe, dass wir sie technisch so gut ausbilden, dass sie möglichst viel können. Und umso mehr man kann, umso variabler ist man, welche Positionen das angeht. Und natürlich kommt dann irgendwann ein Thema Athletik, ein Thema, wen kann ich verteidigen, natürlich dazu. Und dann entscheidet sich auch, welche Position spielt man. In diesem Film werden wir ein Individualtraining für den Flügelspieler, den Guard machen oder auch den Point Guard kann man natürlich auch dazu nehmen. Das heißt sozusagen für die Außenspieler. In diesem Individualtraining werden wir viele verschiedene Übungen und verschiedene Varianten von Skills benutzen und trainieren, damit man an seinem ganzen Repertoire vom Spiel arbeitet. Wir werden Combination Drills haben, wir werden Wurfdrills haben, wir haben Ballhandling mit den Wurfdrills zusammen. Also wir versuchen eine gute Mischung zu finden aus Setplays, strukturiertem Spiel, aber eben auch zu laufen und allen Spielern eigentlich die Freiheit zu geben, auch was zu kreieren auf dem Feld und Vertrauen zu haben. Also dass wir keinem jetzt irgendwo verbieten, den Wurf zu nehmen oder verbieten, irgendwo kreativ zu sein, sondern dass wir jeden auch sich selbst mit einbringen lassen. Das ist sicherlich etwas, was für Ursprung und Ehen steht.